Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Man hat sich lange nicht mehr gesehen, aber ich bin auch mal wieder da und es ist sogar wahrscheinlich mein letztes Video auf diesem Kanal, denn meine Zeit als Botschafter ist jetzt vorbei, denn ich bin wieder in Deutschland. Es ist so crazy, das zu sagen, weil man hat ja die ganze Zeit darauf hingearbeitet, dass man in die USA kommt, man hat seine ganzen Papiere ausgefüllt und man hatte diese ganze Vorfreude und keine Ahnung, dann ist man angekommen und zum Schnips ist die Zeit auch wieder vorbei. Und ich kann mir vorstellen, für alle, die auch gerade erst angekommen sind, wieder zurück nach Deutschland, dass die eine sehr schwere Zeit haben, denn ich hatte selber eine sehr schwere Zeit und ich kam emotional gar nicht mehr klar, dass ich wieder in Deutschland bin. Darum soll es aber jetzt auch nicht im Video gehen, sondern um mein Fazit und beim Auslandsjahr. Fangen wir einfach am besten an, wie es gestartet hat. Also es ist ein bisschen bröckelig gestartet. Ich habe meine Dokumente am Anfang ja verloren im Flugzeug, habe die aber wieder bekommen. Dann ging es ab nach Seattle. Und man hat ja immer seine Erwartungen, dass alles perfekt sein wird oder wenn man seine Gastfamilie kriegt. Und die scheint so perfekt zu sein, aber manchmal trübt der Schein. Ich will damit nicht sagen, dass meine erste Gastfamilie in irgendeiner Weise schlecht war oder irgendwas in der Art, sondern es kann einfach sein, dass man sich vielleicht am Anfang gut versteht, aber im Nachhinein so bemerkt, dass man einfach nicht, es funktioniert einfach nicht so zwischenmenschlich. Das ist auch vollkommen okay und ich würde mir da am Ende auch gar keinen Kopf machen, wenn es bei euch zu der Situation kommt, dass ihr die Gastfamilie wechselt, denn es ist im Endeffekt, es ist normal. Also ich habe mit so vielen Austauschschülern dieses Jahr geredet und ich glaube, so 70% von denen sind tatsächlich gewechselt, denn es passt menschlich, zwischenmenschlich manchmal einfach gar nicht und manchmal gibt es da sogar noch ganz andere Probleme und wo man gar keinen Einfluss darauf hat, jemand stirbt oder was auch immer so passieren kann. Deswegen stresst euch, Leute. Stresst euch nicht. Es kommt mit der Zeit. Und auch wenn man sich so, also wenn ich so meine ganze Zeit im Auslandsjahr jetzt so darüber so nachdenke, gab es eigentlich nur große Ups und große Downs. Und es ist hart, es ist wirklich hart. Alle, die sagen, ein Auslandsjahr ist einfach, das ist eine Lüge. Ein Auslandsjahr ist kein Urlaub. Es ist eigentlich eine große Challenge, würde ich sagen. Denn man wird mit Sachen konfrontiert, mit denen man noch nie davor konfrontiert wurde. Und zwei verschiedene Kulturen treffen einfach aufeinander. Und keine Ahnung, die Witze, die du in Deutschland gemacht hast, sind gar nicht mehr lustig so, weil die den Humor gar nicht verstehen, wenn die einen ganz anderen Humor haben. Was aber ganz normal ist, denn man gewöhnt sich dran. Und ich glaube, bei mir war der Punkt dran, wo ich mich so wirklich dran gewöhnt habe, so nach 6 Monaten, glaube ich, da dachte ich mir so, ja, also ich glaube, ich bin jetzt in meinem Alltag eingekommen und alles ist eigentlich ganz cool. Und das ist auch normal, man muss sich dran gewöhnen. Man war noch nie vielleicht in diesem Land und wie sollte man denn auch wissen, wie es dort ist? Und like, du hast für vielleicht so 15, 16 Jahre einfach in einem ganz anderen Land gelebt, mit ganz anderen Leuten. Und es kann sehr hart sein, Freunde zu finden. Und es sind halt sehr viele Challenges einfach. Aber im Endeffekt, die eine Challenge war zum Beispiel bei mir, die Gastfamilie zu wechseln, was eine gute Entscheidung war für mein Mental Health. Ihr wächst einfach durch diese ganzen Hürden und dann kommen ja auch die nächsten Hürden direkt schon. Keine Ahnung, man hat Probleme mit den Freunden und dann fängt man an, so Skills zu entwickeln, die man vielleicht davor nicht so hatte, wie Kommunikation ist wichtig, man muss immer alles absprechen. Vielleicht overthinke ich einfach gerade und die Person mag mich und you know, like, man sollte, glaube ich, in diesem ganzen Auslandsjahr am besten nicht alles overthinken. Einfach so positive Mindset haben, auch wenn ich, also und diese Phasen hatte ich ja auch, also es ging mir wirklich sehr schlimm im Dezember. Also ohne Spaß, wer sagt, dass im Dezember, Januar, so diese ganze Winterzeit bei jedem alles okay war? Guys, you lying.
Liar. Weil ich glaube, jeder hatte diesen, egal wann in dem Ausland, so einen Zeitpunkt, wo man so dachte, was mache ich hier eigentlich? Was ist der Sinn meines Lebens? Ich glaube, ich sollte einfach nach Hause. Was bringt mir das eigentlich? Aber so im Nachhinein gesehen, wenn ich jetzt in Deutschland bin, ich würde niemals in meinem Leben sagen, dass ich das bereuen würde, ein Auslandsjahr gemacht zu haben. Denn ich habe das Gefühl, ich habe so my authentic self gefunden. Das haben mir auch alle gesagt. Denn sie haben mich ja mitverfolgt, wie ich mit meinem gebrochenen Englisch angekommen bin und dann mich immer weiterentwickelt habe, bis mein Englisch ziemlich flüssig wurde. Und es ist einfach, man hat so eine Connection jetzt zu diesem Ort und zu diesen Menschen, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Man muss das einfach selber erleben. Und ich empfehle definitiv jeden, ein Auslandsjahr zu machen. Ich glaube, da macht man definitiv nichts falsch. Und hab keine Angst davor. Ich habe sehr viele Konversationen, auch gerade hier in Deutschland, so, hey, ich würde gerne ein Auslandsjahr machen, aber irgendwie traue ich mich das nicht oder keine Ahnung, das ist so viel Papierkram. Aber wenn man so darüber nachdenkt, dieser ganze Papierkram ist einfach nur dazu, also so sicherzustellen, dass ihr sicher seid und dass alles halt safe ist, dass alles gesichert wird, dass ihr eine Gastfamilie bekommt, dort alles safe ist. Und dass ihr in eine Schule kommt und dass es einfach alles sichergestellt wird. Und so, klar, man verschwendet vielleicht so wirklich einen Monat einfach für ein Papierkram und diesen ganzen Bewerbungskram, den Gastfamilienbrief, so viele Sachen. Aber im Endeffekt bekommt ihr eine Erfahrung, ein Jahr, wo ihr so viel einfach dazu lernt, was ihr vielleicht, ohne Spaß, ich könnte mir vorstellen, manche Leute lernen, okay, who knows, nehmen wir ein Beispiel. Vielleicht lernen erst manche Leute, ihre eigene Wäsche zu waschen im Auslandsjahr und die haben das davon nie gemacht. So, dann haben die wieder was gelernt, was sie vielleicht nicht gelernt hätten, bis die ausgezogen werden. Und das ist ein wichtiger Skill. Ihr müsst wissen, wie man eure Wäsche wascht, wenn das jetzt Sinn ergibt. Ich hoffe, ich laber nicht zu viel weirdes Zeug und ich hoffe, ihr könnt irgendwie mir folgen. Ich habe so viele Gedanken in meinem Kopf. Und es ist echt hart für mich, die zu sortieren. Aber ich hoffe, ihr konntet das irgendwie verstehen, was ich so rüberbringen wollte. Ja. Und mein Fazit zum Auslandsjahr ist, macht es definitiv. Es lohnt sich. Auch wenn sehr viel Papierkram ist. That's how it is. Like, keine Ahnung, ich habe mich für ein Stipendium beworben. Ich habe es bekommen. Da muss man auch was zurückgeben. Ihr könnt nicht erwarten, dass Leute euch einfach so 20.000 Euro geben. Und mehr. Deswegen gebt euch Mühe. Falls ihr Hilfe braucht, ihr könnt mir gerne schreiben. Mein Instagram, vielleicht wird das hier irgendwo eingeblendet oder so, heißt NickEWBR. Und ihr könnt mir immer gerne schreiben. Ich helfe euch gerne. Ihr könnt auch gerne auf meinem YouTube-Kanal abchecken, falls ihr irgendwelche Tipps braucht für eure Bewerbung oder wie ein Bewerbungsverfahren so klappt. Oder auch einfach auf Schüleraustausch. Könnt ihr auf schüleraustausch.net mal vorbeigucken, denn wir haben dort ein paar sehr hilfreiche Sachen dort und ich sollte euch das definitiv mal abchecken. Und ja, ich glaube, mein Fazit ist einfach, macht ein Auslandsjahr. Ihr werdet es niemals bereuen und es wird die schönste Zeit sein oder der schönste Part momentan eures Lebens. Deswegen macht ein Auslandsjahr. Scheut euch nicht, verschwendet nicht die Zeit und let's go!